Wenn es nach unserem Bundeskanzler geht, haben AfD-Wähler eigentlich nur schlechte Laune. Und damit willkommen in meiner kleinen Newsküche und auf diesem Kanal. Und falls dir dieses Video gefallen sollte und zum Nachdenken anregt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo und ein Like hinterlassen würdest. So, das Thema. Unser Bundeskanzler war gestern zu Gast bei der Talksendung Maischberger und ja, hat da so einige Schoten rausgehauen. Aber eine Kernaussage, die er getroffen hat, war, dass im Grunde genommen alle AfD-Wähler nur schlechte Laune haben. Dann scheinen in Europa ziemlich viele Leute schlechte Laune zu haben. Denn auch in anderen europäischen Staaten sind solche Parteien schon teilweise an der Regierung. Hier ein kleines Beispiel, wo das in Europa schon der Fall ist. In Italien, in Frankreich, in Schweden, in den Niederlanden, in Belgien und was man noch hinzuzählen kann, sind seit Jahren in Polen und in Ungarn. Aber schauen wir uns doch mal genau das Statement an, was Olaf Scholz bei Maischberger über die AfD und die schlechte Laune gesagt hat. Wir haben in Ländern, wo die übrige Welt denkt, haben die überhaupt Probleme, rechtspopulistische, schlechte Laune-Parteien. In Norwegen und Dänemark seit vielen Jahrzehnten, jetzt auch in Schweden und Finnland. In Niederlanden ist das seit vielen, vielen Jahren der Fall. In Hamburg hatten wir mal eine Schill-Partei, die hatte fast 20%, ist dann wieder verschwunden. Wir haben in Österreich solche Parteien und wir haben den Brexit in Großbritannien, wir haben Trump in den USA, wir haben vorhin darüber gesprochen. Und ich glaube, es ist was los, worüber man offen reden muss. Das heißt, 20% aller Bundesbürger, die sich überlegen, die AfD zu wählen, haben also einfach nur schlechte Laune. Ja, dann sorgen wir doch mal dafür, dass diese Wähler wieder gute Laune haben. Die Welt berichtete auch über den Auftritt Scholz bei Maischberger. Und wenn man sich dort einmal in der Kommentarfunktion umsieht, herrscht dort eine relativ einhellige Meinung. Ich habe hier mal nur als Beispiel drei Kommentare von heute Morgen rausgepickt. Unter anderem schreibt Andreas G., genau diese vollständige Abwesenheit einer Selbstreflexion in der bisher etablierten Politikkasse hat die AfD gestärkt und wird es offensichtlich weiter tun. Ich habe da kein gutes Gefühl. Harald L. schreibt, schlechte Laune macht die Ampelpolitik und die AfD ist leider oft die einzige Partei, die kritische Themen offen anspricht und dies früh tut. Und in vielen Gebieten sind AfD-Positionen inzwischen Mainstream, gerade in Europa. Herr Scholz, machen Sie Politik für ganz Deutschland und nicht nur für das hippe Berlin. Oder Heidemarie H. Scholz nimmt die Bürger nicht ernst. Eine Beleidigung für alle Wähler, die Aussage von schlechte Laune-Partei. Ich bin fassungslos über so viel Ignoranz. Und ich habe das Gefühl, genau diese Ignoranz, die Heidemarie H. anspricht, herrscht seit Jahren in der Politik. Und es ist kein Wunder, dass die Leute sich nach Alternativen umschauen. Mein persönliches Fazit dazu, es ist völlig egal, woher die Wähler kommen oder welche Partei sie wählen. Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, dass ein gewisses Maß an Respekt vorhanden ist, dass eine Diskussionsfreudigkeit vorhanden sein sollte und dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und genau das ist in diesem Land meiner Meinung nach nicht mehr der Fall. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über dein Abo, ich freue mich über dein Like und vor allen Dingen freue ich mich über deinen Kommentar unten in der Kommentarspalte. Alle Links zu den Beiträgen habe ich dir auch wieder unten verlinkt. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Danke fürs Zusehen.